Liebe Tierfreundinnen und Tierfreunde, der vor einer Woche vorgestellte schwarz-weiße Fundkater ist wieder in seinem Zuhause angekommen. Er wurde in unserem Video von seinen Besitzern erkannt. Glück gehabt! Die zwei anderen vorgestellten Geschwisterkatzen haben Interessenten gefunden und können auf ein neues Zuhause hoffen. Das sind gute Nachrichten. Bessie macht den Anfang unserer heutigen Folge. Der Yorkshire Terrier Mischling wurde mit mehreren Geschwistern aus einer nicht artgerechten Haltung in die Achenur gebracht. Die kleine Hündin wurde im Juli 2017 geboren und ist ein richtiger Goldschatz, meint ihre Betreuerin Annika Klenhammer. Bessie sucht die Nähe zu Menschen und will ihnen gefallen. Sie schmust gern und ist dankbar für jede Zuwendung. Mit fremden Menschen ist sie zunächst etwas zurückhaltend, nach näherem Kennenlernen aber taut sie schnell auf. Die Hündin hat die richtige Größe für eine Familie, auch mit kleineren Kindern. Natürlich gilt immer, Kinder sollen nicht ohne Aufsicht mit dem Hund allein sein. Viel gelernt hat Bessie in ihrem anderthalbjährigen Leben noch nicht. Die Mitarbeiter der Achenur versuchen in ihrer knapp bemessenen Zeit, sie und ihre Geschwister auf das Zusammenleben von Hund und Mensch vorzubereiten. Bessie könnte in jede Hunde-Mensch-Konstellation integriert werden. Wichtig ist, dass die Menschen Zeit für sie haben. Menschen, die sich nicht gekümmert haben, hatte sie leider schon. Als zweites präsentieren wir wieder eine Fundkatze. Das auf ungefähr ein Jahr geschätzte Katzenmädchen wurde in Gotha in der Juri-Gagari-Straße gefunden und zu seinem Schutz in die Achenur gebracht. Sie ist sehr zutraulich und anhänglich. Für das Morle werden die Besitzer gesucht.